auf jeden Fall ist ein bisschen Druck immer dabei, aber es war mega, also es war richtig cool und ich hatte richtig viel Spaß auch dabei. Du bist ja auch mit richtig Schwung aus der Weltmeisterschaft gekommen. Erzähl mal ganz kurz, Barcelona, 8. Platz, war für dich selbst auch überraschend? Ja, auf jeden Fall. Also damit habe ich gar nicht gerechnet und war richtig, richtig cool. Konntest du da auch richtig Schwung mitnehmen hier in die Deutsche rein? Ja, also danach habe ich erstmal eine Woche Pause gemacht und gar nicht trainiert und dann war so ein kleines Tief, aber ich habe es wieder hinbekommen und bin echt mega zufrieden. Und zufrieden mit den beiden Kühen, die dir gelaufen bist? Auf jeden Fall. Was kommt noch dieses Jahr? Hoffentlich noch die Europameisterschaft. Und wenn es klappt, was kann man sich da für Ziele stecken? Top 10 eigentlich, denke ich mal, aber mal schauen. Also erstmal vor heimischer Kulisse zu laufen, super, weil es sich nicht, also es fühlt sich schon nach Wettkampf an, aber man fühlt sich zu Hause. Und der Support ist einfach toll, wenn man auf die Bahn geht und die Leute schreien. Und es ist laut und es ist super. Ja, und das mit dem Vizetitel hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Also Ziel waren so die ersten 5 und einfach mit mir zufrieden zu sein. Von daher ist der Vizetitel jetzt sehr überraschend und ich freue mich. Martina Disser, Landestrainerin im Hessischen Verband für Rollkunstlauf. Die deutschen Meisterschaften sind fast zu Ende. Wie fällt die Bilanz aus, aus Sicht der Trainerin? Wir sind super zufrieden. Wir haben in den Schülerkategorien 3 Gruppen gewonnen. Schüler D, Schüler B und Schüler A. Das ist ein Riesenerfolg. Und wir sind vor allem stolz, dass sich unsere Nachwuchsarbeit im Verband so ausgezahlt hat. Und aus Sicht des Veranstalters, DGS Oberramstadt, gibt es auch schöne Erfolge zu vermelden vor allem. Ja, wir haben tolle Erfolge. Wir haben den Sieg bei den Jüngsten heute geholt, beim Schüler D. Da haben wir gewonnen. Wir haben mit Sophie Hofferwert bei den Junioren die deutsche Meisterin gestellt und haben jetzt in der Meisterklasse mit Lena Bauer noch den Vize-deutschen Meistertitel geholt. Lena Bauer war eine der größten Überraschungen, haben Sie gesagt. Ja, also die Lena Bauer ist eigentlich eine Pflichtspezialistin. Das heißt, sie wird regelmäßig für Welt- und Europameisterschaften in der Pflicht nominiert. Und Kür macht sie so, weil sie einfach noch viel Spaß macht. Und wir haben in keinster Weise überhaupt mit einer Medaille gerechnet und sind jetzt super stolz. Sophie Hofferwert wird in die Meisterklasse demnächst aufsteigen. Was kann man da von ihr erwarten als deutsche Juniorenmeisterin? Wir waren natürlich heute total überrascht, dass sie insgesamt die höchste Punktzahl hier erreicht hat an der deutschen Meisterschaft. Also sie hat auch mehr Punkte wie die deutsche Meisterin geholt bei den Damen und das ist natürlich toll. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir im nächsten Jahr bei der Meisterklasse Damen so erreichen können.